Dieses Buch, das ich geschrieben habe, richtet sich an Menschen, die Antworten in ihrem Leben suchen. Es richtet sich natürlich an diese, die in ganz schweren Lebenssituationen sind, in denen sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie damit umgehen, wo sie nicht wissen, warum habe ich das erlebt, habe ich mir das ausgesucht, bin ich gar schuld daran oder was ist der Grund, dass ich einen bösartigen Tumor in der Brust bekomme? Was ist der Grund, warum Beziehungen auseinanderbrechen? All das hat eine Ursache. Und dieses Buch will die Ursachen erkennen oder uns alle selbst in diese Ursachen hineinführen. Wir sind ja sehr häufig in unserem Leben mit den Wirkungen konfrontiert. Was entsteht durch uns? Was kreieren wir uns selbst? Welche Entscheidungen treffen wir? Und warum treffen wir bestimmte Entscheidungen? Warum die eine und nicht die andere? Und diese Entscheidungen kommen aus unserem Inneren heraus. Und viele dieser Entscheidungen treffen wir intuitiv. Wir treffen die Entscheidungen häufig nicht so, wie es unserem Wesen entspricht. Wie oft fragen wir unser Herz nicht, wenn wir entscheiden? Wie oft lassen wir uns nur von unserem Gehirn dorthin bringen, wo es vielleicht aber gar nicht gut für uns ist, wo es nicht mehr liebevoll ist, wo wir nur Macht ausüben oder Erfolg haben wollen oder Recht haben wollen. Ihr wisst ja, wir können nur entweder immer Recht haben wollen oder glücklich sein. Dieses Buch will uns zu uns selbst führen. Es will anregen, dass wir uns selbst erkennen in unserem Wesen, dass wir erkennen, wie wir denken, dass wir erkennen, wie wir fühlen, dass wir erkennen, wovon bin ich inspiriert, welche Haltungen habe ich denn in meinem Leben, die mir gut tun, die heilsam für mich sind und was ist unheilsam für mich? Bin ich zornig? Bin ich eifersüchtig? Bin ich destruktiv? Bin ich nicht lösungsorientiert? Bin ich unwillig oder ungeduldig? Und warum bin ich das? Wir sollten das nicht abgrenzen von uns, sondern wir sollten uns neutral ansehen und all das, was nicht heilsam ist für uns, in uns aufnehmen. Wir sollten es verstehen, dass wir es sind, wir sollten es anfühlen und dann sollten wir uns die Frage stellen, warum glaube ich denn, dass ich so sein muss? Wir machen uns Bilder von uns. Diese Bilder werden langsam im Zuge unseres Lebens klarer und klarer. Wir haben oft Bilder von uns, die gar nicht mit dem gleich sind und die gar nicht dem ähneln, was andere Menschen über uns denken und fühlen. Wir fühlen uns oft unfrei. Wir fühlen uns nicht wichtig. Wir fühlen uns nicht wertvoll oder wir fühlen uns gar nicht liebenswert, weil vielleicht unsere Mutter nicht in der Lage war, aus welchen Gründen auch immer, uns lieb zu haben. Weil wir vielleicht ein ungewolltes Kind waren und weil wir das schon im Mutterleib gespürt haben, was es heißt, nicht geliebt zu sein. Und dann kommen wir auf die Welt und dann sehen wir, dass alle anderen Kinder vom Kindergarten abgeholt werden, nur wir nicht. Das tut weh. Und wir suchen die Ursache, wenn wir noch ganz klein sind, an uns. Dann muss an mir etwas falsch sein, weil sonst hätte mich doch die Mama genauso lieb wie den Kurti. Und so bekommen wir ein Bild von uns. Dass wir versagen, dass wir nicht liebenswert sind, dass wir keine Anteilnahme von unserer Mutter zum Beispiel bekommen. Und so gehen wir ins Leben hinein. Und dieses Bild tragen wir dann in uns. Und andere Menschen sagen uns, du bist doch wunderbar. Du bist so liebevoll zu anderen. Warum glaubst du denn, dass du selbst nicht liebenswert bist? Das ist in uns abgespeichert. Und diese Speicherungen können wir lösen. Und es ist doch alles gar nicht so schwer. Wir brauchen nur etwas.
Wir brauchen Zeit und wir brauchen Aufmerksamkeit für uns. Wenn wir Aufmerksamkeit für uns haben, dann folgt die Energie dieser Aufmerksamkeit und wir werden in der Lage sein, uns selbst mit uns auseinanderzusetzen und uns diese Fragen zu beantworten. Warum glaube ich denn nicht, liebenswert zu sein? Und wir werden diese Antwort bekommen, weil die Mama eigentlich sich so verhalten hat, dass ich nicht das Gefühl gehabt habe, sie hat mich lieb. Ja? Und die Heilung ist, wie wir alle wissen, die Aussöhnung mit dieser Mutter. Einmal zu schauen, wie hat denn die Mama gelebt? Und wie hat denn die Mama mit dem Papa gelebt? Und wie hat denn die Mutter der Mutter sie selbst behandelt? Und da kommen wir oft zu dieser Erklärung, dass sie eigentlich gar nicht anders konnte. Dass sie auch gefangen war. Und so gibt es nur eine Lösung, gibt es nur eine Heilung und die ist Aussöhnung. Mama, ich verstehe jetzt, warum du so warst zu mir. Und ich gebe dir alle Liebe, die du mir nicht geben konntest. Und so sind wir beide geheilt. Ja, das braucht Zeit. Das braucht auch Auseinandersetzung mit sich selbst. Und dieses Buch soll Auseinandersetzung ermöglichen. Es ist ein Lernbuch, ein Lebenslernbuch, das nicht so sehr lernen will, sondern das Fragen stellt. Und diese Fragen, viele, viele Fragen werden in diesem Manuskript gestellt und diese Fragen werden auch beantwortet. Aber es sind nur Möglichkeiten der Antwort und es gibt viele andere mehr, die ihr euch selbst geben müsst. Wenn eine Frage kommt, so gilt es, die Augen zu schließen und zu fragen, wie ist das denn mit mir? Was bedeutet das für mich? Wie bin ich denn zu mir? Wie bin ich zu anderen? Wie bin ich, wenn eine Erwartungshaltung nicht erfüllt wird oder wenn ein Wunsch sich nicht erfüllt oder wenn ich in eine schwierige Lebenssituation komme, wie behandle ich mich? Bin ich gütig und milde und liebevoll und freundlich zu mir? Und verzeihe ich mir manchmal etwas, was ich vielleicht besser nicht getan hätte? Söhne ich mich aus mit mir? Bin ich im Frieden mit mir? Mit allem, was ich erlebt habe, bin ich im Frieden mit meinem Körper? Wie behandle ich denn meinen Körper? Bin ich im Frieden mit meinen Gedanken? Bin ich kohärent? Bin ich lösungsorientiert in meinen Gedanken? Will ich Lösung? Will ich Ausweg aus vielen Situationen, die mich und andere betreffen? Was spüre ich in meinem Herzen? Habe ich mein Herz offen für mich und andere? Gebe ich nur, was viele Frauen tun, meine ganze Kraft anderen Menschen und verkümmere ich daneben dabei? Ist das mein Lebensweg? Nein. Ich will meine Kraft, will ich teilen zwischen dem, was ich für mich selbst verwende und mit dem, was ich für andere tue. Das wäre eine wunderbare Mitte. Dann hätten wir selbst genug Kraft und könnten genug auch anderen geben. Wie sieht es mit meiner Spiritualität aus, mit dem Sinn, den ich empfinde in meinem Leben, gebe ich mir? Habe ich ein großes Bild? Habe ich klare Vorstellungen über das, wie ich selbst geschaffen bin? Verstehe ich, dass ich in vielen Situationen durch meine Entscheidungen mein eigener Schöpfer bin oder meine eigene Schöpferin? Dass ich so vieles in mir kreieren kann, diese Schöpferkraft in uns, da sind wir uns doch gar nicht bewusst. Und wenn so manches durch unsere Kraft entstanden ist, was vielleicht schmerzhaft war für uns oder für andere, dann haben wir Angst, unsere Schöpferkraft wirklich zu verwenden. Wir ermächtigen uns nicht mehr dazu, aktiv zu sein, die Rolle unseres Lebens wirklich auszufüllen. Wie sieht es mit meinem Inneren aus, mit meiner Seele? Diese Fragen werden in dem Buch gestellt und sollten meditativ beantwortet werden. Es sind viele Meditationen in diesem Buch, die man durchliest und die man dann in der Stille meditativ abarbeitet, aufarbeitet, um sich nahe zu kommen, um mit sich wirklich eine solche liebevolle Beziehung zu haben, vielleicht zu erschaffen und dann zu haben.
dass wir sagen können, ich liebe mich und ich liebe dich. Ich bin Raimund Jackes, ich bin Chirurg und zum Chirurgen bin ich sehr spirituell interessiert. Und ich habe mein ganzes Leben, mein ganzes berufliches Leben mich mit Patientinnen mit Brustkrebs beschäftigt und habe viele, viele Eindrücke bekommen über die Sorgen und über die Nöte, um die furchtbare Not, die in vielen Menschen ist, wenn sie eine Krankheit erfahren, wenn sie eine Krankheit erleben. Und ich habe mich mit diesen Menschen auseinandergesetzt. Ich habe viele Seminare gehalten, viele Sitzungen gemacht mit Menschen, wo wir in die Tiefe ihres Wesens gegangen sind. Und dabei habe ich unendlich viel gelernt. Und dieses Buch, und es werden andere folgen, ist ein Produkt dieses Lernens, dieses Erfahrens. Und so bin ich meinen Patientinnen dankbar, dass sie mich in ihr Herz und in ihre Seele haben schauen lassen.